Nexus, 13 Jahre treu. Vielen Dank. Flop. Prinz Luigi, 14 Jahre treu. Dankeschön. Nicht das? Ja. Ich hab keine Ahnung. Du bist... Hey! Ikre, 63 Jahre treu. Danke dir. Aus dem Augenwinkel kann ich sehen, wie mir ein vollkommen aufgedrehtes Mädchen entgegenstürmt. So haben wir uns auch kennengelernt damals. Klar. Adam Einstein nach schert sie sich nicht darum, dass sie mit ihrem wilden Herumgefuchtel einen Haufen Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bei ihr handelt es sich um niemand anderes als Sayori, eine alte Nachbarin von mir, mit der ich schon seit meiner Kindheit befreundet bin. Die Musik ist so süß, ne? Ihr wisst schon, die Art von Freundschaft, die man heutzutage niemals wieder dieser Form schließen könnte, aber da man sich eben schon so lange kennt, funktioniert es dann doch irgendwie. Mr. Key, 22 Jahre treu, merci. Normalerweise sind wir auch immer zusammen zur Schule gegangen, aber seit dem Beginn der Oberschule hat sie immer und immer wieder verschlafen. Irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr, auf sie zu warten. Und wenn ich mir gerade so anschaue, wie sie mir hinterher dackelt, wäre ich fast dazu geneigt, einfach Reis auszunehmen und Fersengeld zu nehmen. Fersengold? Was? Nicht, dass ich das... Adrak, 19 Jahre treu, ich danke dir. Nicht, dass ich das einfach mal so machen könnte. Ergo seufze ich einfach nur vor mich hin und warte am Zebrastreifen auf Sayori. Eine Schleife, das ist wirklich eine Schleife. Eine Schleife. Jo, eine Schleife, man sieht es aber nicht, du musst wirklich kurz ducken. Da, extra reingemacht. Und so. der Chat, ey. Gordon, hallo. Hi, ich hab 35 Jahre treu, dankeschön. Ich hab schon wieder verschlafen. Chat, ey. Das ist perfekt. Aber dieses Mal habe ich dich eingeholt. Ich rede ja! Ja, da redet, klar! Aber auch nur, weil ich auf dich gewartet habe. Oh Gott! Warum redest du so? Was? Das klingt so, als hättest du vorgehabt, mich zu ignorieren. Machst du jetzt jede Pose nach? Das ist fies, Chris. Tu es. Naja, wenn dich die Leute schon schief anschauen, dann will ich nicht den Eindruck hinterlassen, als würden wir zusammengehören. Alter. Na gut! So die Strähne, habe ich wieder so eine Anime-Strähne? Ja. Moment. Das ist doch, war doch gut. Perfekt. Na gut. Immerhin hast du noch gewartet. Ich schätze, du kannst nicht gemein sein, selbst wenn du es willst. Forehead, Gordon. Wenn du meinst. Zusammen überqueren wir die Straße und machen uns auf den Weg zur Schule. Mit jedem zurückgelegten Meter nimmt die Masse an anderen Schülern, die das gleiche Ziel haben wie wir, stetig zu. So wie meine eigene Masse, denn ich nehme zu beim Laufen. Tom Fun, 10 Monate treu, dankeschön. Übrigens, Chris, hast du dich schon für einen Club entschieden, dem du beitrittst? Den Literaturclub. Ein Club? Ach so. Ich hatte schon einmal gesagt, dass ich keinem Club beitreten möchte. Außerdem habe ich mich nicht mal umgeschaut. Was? Das stimmt nicht. Du hast mir gesagt, dass du dieses Jahr in einem Club beitrittst. Was bin ich denn für ein Anti? Hab ich das? Könnte sogar gut sein, dass ich das getan habe. Schließlich neige ich gerne dazu, Sayori nur mit einem Ohr zuzuhören und pauschal alles, was sie sagt, abzunicken. Da. Pixelfehler, danke für 26 Jahre Treue. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie sich oftmals viel zu viele Sorgen um mich macht. Ich hingegen bin vollkommen zufrieden damit, meine Zeit mit Videospielen und Anime zu verschwenden. Ja. Oder Idee machen. Ja, hast du. Ah, das ist ja keine Zeitverschwendung. Ich habe darüber geredet, wie ich mir Sorgen mache, dass du nicht gelernt hast, wie man Kontakte knüpft. Oder dir keine Kompetenzen angeeignet hast, bevor du zur Uni gehst. Shia, danke für 21 Jahre Treue. Vielen Dank. Es liegt mir sehr am Herzen, dass du glücklich bist. Weißt du. By the way, Leute, ist die Lautstärke eigentlich okay für euch? Hört ihr uns gut, alle? Und hört ihr auch das Spiel? Oder klingt es ein bisschen dumpf? Also im Sinne von, klingt das Spielsound dumpf? Dann müsste ich die Boxen leider machen, aber eigentlich müsste es okay sein. Kannst du nicht so einen Krach mit dem Stream machen, wenn das lenkt den Stream ab. Ich meine, quietsch ich aus. Ich bin raus. Hier. Ich weiß, du bist gegenwärtig glücklich, aber ich könnte sterben, wenn ich mir vorstelle, dass du in ein paar Jahren ein Need bist, weil du dich in der echten Welt nicht zurechtfindest. Ein was? Jemand, der quasi keinen Job hat oder herumhockt. Du vertraust mir doch, oder? Das klingt nach einem super Leben. Ja, nee, eigentlich gar nicht. Nicht in Japan. Ständig muss ich mir Sorgen um dich machen. Von mir aus. Yeet? Yeet? Dann schaue ich mal in ein paar Clubs an, wenn dich das zufriedenstellt.
Aber ich verspreche nichts. Wirst du mir zumindest versprechen, dir ein bisschen Mühe dabei zu geben? Oh, das Stream stirbt gerade. Why? Moin, mach den Router wieder an. Oh mein Gott, es fängt jetzt schon an. Ja, der Stream stirbt gerade, Internet ist gerade richtig ass. Da erkennen wir an diesem wunderschönen roten Symbol. Scheiße. Dann warten wir einfach kurz. Das hat passiert manchmal. Ach ja. Jennifer Kerr, danke für 18 Jahre treu. Vielen Dank. Are we back? Cox, danke dir für 61 Jahre Treue. Dankeschön. So, wenn ihr uns wieder seht, dann schreibt mal Omega im Chat. Omega. Gordon war der Erste, der es geschrieben hat, ey. Bone, 32 Jahre treu, vielen Dank. Okay, let's go. Ja, das kann ich dir noch versprechen. Hey, hurra! Wie konnte es so weit kommen, dass ich mich ausrechne von einem so unbeschwerten Mädchen wie ihr belehren lasse? Wie kleine Hände sie hat. Ganz zu schweigen davon, dass ich am Ende sogar nachgegeben habe, das hat mich selbst überrascht. Aber wenn ich mir anschaue, wie viele Sorgen sie sich doch um mich macht, verspüre ich immer das Bedürfnis, ihr zumindest ein kleines bisschen zu besänftigen. Selbst wenn sie immer aus jeder Mücke einen Elefanten macht. Kimitok, danke für 26 Jahre Treue. Der Schultag war so langweilig wie eh und je. Und bevor ich mich versah, war er auch schon wieder vorbei. Nachdem ich alle meine Sachen zusammengepackt habe, starre ich einfach nur gedankenverloren die Wand an und versuche zumindest ein klitzekleines bisschen Motivation aufzubringen. Ist jetzt gedankenverloren die Wand anstarren? Lups. Ich kann jetzt leider nicht mehr lesen, was da steht. Sayori will unbedingt, dass ich mir ein paar Clubs anschaue. Cell Dragon, 54 Jahre treu. Vielen, vielen Dank an der Gorn. Richtig ein Hochprozedur gerade. Schule Resident Sleeper. Gordon, warst du etwa faul? Natsu, danke, dass du Mikadaki 17 als Glücks adoptiert hast. Vielen Dank. Schätze mal, dass ich keine andere Wahl habe, als mit dem Anime-Club anzufangen. Ähnlich, Bruder. Nerd, das ist hallo! Sayori? Sie blascht quasi dauerhaft. Guck euch an, wie smooth sie ist. Echt so. Babyface forever. Achso, wie es aussieht, muss Sayori wohl in das Klassenzimmer gekommen sein, während ich meine Gedanken in meinen Gedanken versunken war. Brrr. Haben wir es jetzt? Gut. Ich werfe eben einen Blick um mich und bemerke, dass ich der Letzte bin. Die anderen sind wohl schon lange nach Hause gegangen. Ich habe mir gedacht, ich fange mich ab, wenn du aus dem Klassenzimmer kommst, aber dann habe ich gesehen, wie du einfach nur da sitzt und vor dich hinträumst. Also bin ich reingekommen. Mal ehrlich, manchmal bist du schlimmer als ich. Ich bin beeindruckt. Du musst nicht auf mich warten, wenn du deswegen zu spät zu deinem Club kommst. Naja, ich dachte, du könntest ein wenig Motivation gebrauchen. Also habe ich mir überlegt, du weißt schon. Karin, danke für 800 treu. Vielen Dank. Ich glaube, ich werde nur für den Stream die Alerts auf die rechte Seite schieben, damit sie sich mal genau auf der Fresse von den Charakteren, die gerade reden ist, aufploppt. So. Wrestling Nerd, 8 Monate Treue, dankeschön. Was? 8 Monate Treue, hab ich gesagt. Naja, dass du in meinen Club kommen könntest. Sayori. Ja? Ich trete deinem Club auf keinen Fall bei. Oh, was? Wie schlimm. Der Kopf ist echt riesig. Sayori ist die Vizepräsidentin des Literaturclubs. Nicht, dass ich auch nur einen blassen Schimmer davon hatte, dass sie auch nur im Entferntesten für Literatur interessieren würde. Wobei ich nicht glaube, dass sie deswegen beigetreten ist. Im Gegenteil, ich bin mir sogar zu 99% sicher, dass sie einfach nur ein bisschen Spaß mit der Gründung eines neuen Clubs haben wollte. Und da sie die erste war, die an dem brandneuen Club Interesse gezeigt hatte, wurde ihr quasi automatisch der Titel Vizepräsidentin verliehen. Andererseits kann ich Brief und Siegel darauf geben, dass mein Interesse an Literatur noch wesentlich geringer ist als ihres. Ich schaue mir den Anime-Club an. Bye. Luisa, danke für 17 Jahre treu. Vielen Dank.
Richard, bitte. Was kümmert sich überhaupt? Nun ja, möglicherweise habe ich gestern im Club gesagt, dass ich ein neues Mitglied mitbringe. Und Natsuki hat Törtchen gebacken. Alter Törtchen, ich weiß sold jetzt an, ehrlich gesagt. Pixel Timmy, 4 Monate Treue, danke. Du weißt was? Sold, welche sold hier. Mach keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Ach, Törtchen. Das ist Törtchen. Ich bin über sowas nie sicher, ob ich dran bin zu lesen oder nicht. Ob Sari wirklich dermaßen verwirrt ist oder ob es sich bei dem Ganzen nicht um irgendeinen perfiden Plan handelt. Resigniert seufzt sich vor mich hin. Gut, auf ein Törtchen komme ich vorbei, aber mehr nicht, okay? Törtchen. Hurra! Los, gehen wir! Er will ein Törtchen. Die ist doch selbst so ein Törtchen. Und damit geht der heutige Tag der Geschichtsbücher dafür ein, dass ich meine Seele für ein paar Törtchen verkauft habe. Relatable, though. Also, kann ich nicht. Ich muss mal kurz was ganz Weirdes machen. Kann ich die Maus ein bisschen. Voll weird. Was hast du damals? Weird, boah, krass. So. Kann ich nämlich auf meinen Schoß die Maus nehmen. Ich muss ja eh nur klicken. Ja. Niedergeschlagen folge ich Sayori die Treppe hinauf ins Obergeschoss. Dort befinden sich die Räume, die hauptsächlich von Drittklässlern und unterschiedlichen Clubs benutzt werden. Drittklässler klingt für Europäer immer so, what? Babys. Voller Energie reißt Sayo die Tür eines der Klassenzimmer auf. Hallo, Bitches! Hast du gerade Bitches gesagt? Wow, okay. Ungünstig positioniert, aber kann ich jetzt nichts machen. Was? Sie ist zensiert. Drago hat ungefähr 14 Jahre treu. Ich habe gesagt, du sollst mich nicht als neues Mitglied vorstellen. Ich habe jetzt 3 Gesichter. Bitte was? Definitiv überrascht schaue ich mich im Raum um. Mädchen 1. Willkommen in unserem Literaturclub. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ist das Highschool-Lia? Ja, quasi. Sayori hat schon viel Gutes über dich erzählt. Ernsthaft? Du hast einen Jungen mitgebracht? Ist das Highschool-Marlin? Ja. Kuriso, danke für dein Zusammenkommen. Glückskills, vielen Dank. Du sollst dich gerne unten schieben, aber da ist auf der Textbox drauf. Nee, eher oben, oder? Da ist wenigstens nicht alles verdeckt. Das wird schon passen. Ja. Idee Literature Club. Achso, ruiniert ja total die Atmosphäre. Ah, Chris, was für eine schöne Überraschung. Hi. Herzlich willkommen in unserem Club. Dazu fällt mir leider keine Referenz ein. Wie vom Blitz getroffen verschlägt es mir die Sprache. Dieser Club ist voll von unglaublich hübschen Mädels. Wo schaust du hin? Rate mal. Wenn du etwas zu sagen hast, sag es. Okay. Entschuldigung. Natsuki. Das Mädchen mit der abweisenden Persönlichkeit, welches anscheinend Natsuki genannt wird, gehört zu denen, die ich nicht kenne. Was? Du kennst mich. Warte mal kurz. Wait for it. Vielleicht kann ich ein bisschen cheaten, Leute. Nein, nicht dahin oben. Nach ganz oben will ich sie haben. Ja, genau. Warte. Warte. Wieso noch nicht hinschieben? Warte. Sieht wunderschön aus. Ich bin so stolz auf dich. Mich noch das Fenster wieder einfügen. Graphic Design ist bei Passion und so. Saß. Ja. So, Moment. Ja, scheint besser. Es hängt aber noch ein bisschen raus. Wartet. Oh. Ich hänge raus. So, mehr Platz einsparen kann ich nicht, Leute. Platz sparen. Passt schon. Sieht mir zumindest ein Dreiviertel des Gesichts. Außer es steht eine große Person da, dann ja. Nicht. Nein, kann ich nicht. So, anhand ihrer kleinen Statur könnte sie auch ohne weiteres als Marlin durchgehen. Laut Sayori ist sie auch diejenige, die Törtchen gebacken hat, das bezweifle ich. Du kannst sie ein...
einfach ignorieren, wenn sie so launisch ist. Siehst du, man sieht sie halb. Ja, dreiviertel ungefähr. Flüstert mir Sairi leise ins Ohr. Du kannst sie ignorieren. Nun sich dann wieder den anderen Mädchen zuzuwenden. Wie auch immer, das ist Natsuki, immer voller Energie. Und das ist Yuri, die Klügste des Clubs. Sie hat auch lila Haare. Lila Haare stehen für Intelligenz. Nicht doch. Ist klar. Die Bubs stehen für Intelligenz. Ja, verarsch dich ruhig selbst. Ist okay. Ich hab auch lila Haare, darum geht's. 500, 9000. Five Wow. Yuri auf den ersten Blick wählt sie erwachsener und ruhiger als der Rest rüberkommt. Scheint Probleme damit zu haben, mit so aktiven Persönlichkeiten wie Sayori Natsuki Schritt zu halten. Probiere gerade mal was, Leute. Vielleicht kann ich noch ein bisschen cheaten. Warte mal ganz kurz. Wartet mal ganz kurz. Warte, wenn das. Würde ich die Textbox über. Wenn ich das da unten packe? Don't cheat! Also, wir müssen wirklich ganz klein machen. Probier noch, warte mal kurz, Leute. Vielleicht können wir es noch weiter optimieren. Kannst du bitte. Nicht? Warte mal. Voll aus. Pass mal auf, Leute. Ich bin ja ein Actually Five-Head. Wurden gerade schon so jung. Warte, wenn ich das da unten ausblende. Wartet. Ich warte. Immer dieser Käse. Was? Naja, noch hat er nicht gekäst. Gekäst? Ey. Doki, 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 doki. Schön geht anders, aber es geht. Doki, doki. Doki, doki, Literaturclub. Kannst du nicht, bitte? So, warte, ich muss das Bild nochmal richtig Vollbild machen. Doki, 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 doki. So. Doki, doki, Literaturclub. Okay. Und JPEG. Okay, wie wollt ihr es haben? Soos oder wie vorher? Also wollt ihr Soos, Saas oder Sees? Ich bin fürs Untere. Sieht zwar nicht schön aus, aber zumindest sieht man die Bilder dann. Okay, ihr wollt Soos. Cool. Also unten, okay, danke. Also da unten hin, okay. Ach, schön. Wow. Schöne Community. Soße. Wie ist diese Soos eigentlich entstanden? Ich weiß es nicht. Es kam einfach. Es war einfach da. Es war einfach da. Okay, dann schiebe ich es halt noch weiter runter. Ihr seid so verwöhnt von meinen Top-Level-High-Pogger-Streams. Dass ihr einfach immer nur das Beste wollt, Leute. Das ist okay. Strebt nach dem Besten. Ja, ja. Pass auf, ich setz das jetzt so hin, dass es so aussieht, als würde es fast zur Textbox gehören. Wartet. Ach, herrje. Das heißt, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ich meine, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Oh mein Gott, das ist ja richtig. Yay. Wow, faszinierend. Ich bin so fasziniert. Yeah. Bisschen gequetscht, aber passt schon. So stehen wir wenigstens. Könnt ihr eure Waifus wenigstens komplett sehen. Gott, echt. Yuri, die auf den ersten Blick wesentlich erwachsener und ruhiger als der Rest rüberkommt, scheint Probleme damit zu haben, mit so aktiven Persönlichkeiten wie Sayori Natsuki Schutz zu haben. Das habe ich schon vorgelesen. Ja, ich lese es nochmal vor. Yuri, auf den ersten Blick wesentlich erwachsener und ruhiger. Nun ja, freut mich, euch beide kennenzulernen. Ja. Er meint übrigens die beiden hier. Ja, klar. Ja, sonst. Ich mach meine Maus. Oh. Das klang so, als würdest du Monika schon kennen, stimmt? Jupp, wir kennen uns. Schön, dich endlich mal wiederzusehen, Chris. Crazy. Danke für 9 Monate Treue. Glückwunsch zum Stream, Baby. Vielen Dank. Alter. Ja, das war die andere Pose. Viel Monika Spaß, das nachzumachen. Wirft mir ein umwerfendes Lächeln zu. Wir kennen uns, naja, wenn letztes Jahr in der gleichen Klasse gewesen sein. Kennen durchgehen kann, mein Gott. Wirklich unterhalten haben wir uns aber so gut wie nie. Sie war schon damals ohne Frage das beliebteste Mädchen der Klasse. Intelligent, gut aussehend und sportlich. Ich war auch damals das beliebteste Mädchen der Klasse. Oder um es kurz zu fassen, viel. Nicht sportlich. Sportlich war ich, obwohl ich rund war wie ein Fass, aber. Viel zu gut für mich. Dementsprechend war ich überrascht, als sie mir ein wirklich ernst gemeines Lächeln zugeworfen hat. Das fühlte sich schon ein bisschen. Ebenso, Monika. Setz dich ruhig, Chris. Wir haben am Tisch Platz für dich gemacht. Du kannst also neben mir oder Monika sitzen. Erst hat er seine Seele für Törtchen verkauft und dann für Brüste. Ja. Und für ein Lächeln.
Ich hol die Törtchen. Vielleicht ist ja Törtchen ein anderes Wort für... Oh Gott, ja. Das sind alles Törtchen. Hey! Ich hab sie gemacht, nachher! Daher hol ich sie auch! Das kann ich ihr lesen! Hast du wunderschön gemacht. Tut mir leid, ich bin ein bisschen aufgeregt. Nun, wie wäre es dann, wenn ich etwas Tee zubereite? Die Mädchen haben ein paar der Schreibtische zusammengestellt, um daraus so etwas Vergleichbares wie einen großen Esstisch zu formen. Wie Sayori bereits sagte, ist sowohl neben Monika als auch neben ihr noch ein Plätzchen frei. Würdest du mir vielleicht ein Getränk einschenken? Ich wäre dir unendlich dankbar. Natürlich, mein Liebster. Danke, Schatz. Oh Gott. Ich kotze gleich. Meine Teuerste. Du weißt es immer wieder, mich zu umgarnen. Okay. Herz allerliebst. Natsuki und Yuri hingegen bereiteten den Rest vor. Natsuki holt ein von Alufolie bedecktes Blech, während Yuri den Schrank in der Ecke des Raumes öffnet. Immer noch ein bisschen überwältigt, setze ich mich neben Sayori. Voller Stolz marschiert Natsuki mit dem Blech in der Hand zurück zu unserem Tisch, wenn sie es fallen lässt. Ich schwöre, ich werde jemanden töten. Okay. Seid ihr soweit? Tada! Wow! 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 Dieses Meme. Schwungvoll zieht sie Alufolie vom Blech, wodurch ein gutes Dutzend weiter und extrem fluffiger Törtchen das Licht der Welt erblicken. Sie sehen aus wie kleine Kätzchen. Fluffig. Ich liebe es, kleine Kätzchen zu essen. Soweit ich das beurteilen kann, wurden die Schnurhaare mit Zuckerguss gemacht, während kleine Stückchen Schokolade die Ohren darstellen sollen. Hallo, Cheat Day ist erst morgen, könnt ihr aufhören? So ein Kawaii! Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so gut backen kannst, Natsuki. Jetzt weißt du es. Sie hat einen fucking Cute Fang, es ist Marlene. Ja! Es ist whitewashed Marlene, ehrlich gesagt, aber es ist Marlene. Verhalte dich und nimm einen. Sayori ist am schnellsten. Dann kommt Monika und dann ich. Sie sind köstlich. Ohne Rücksicht auf Verluste spricht Sayori mit vollem Mund und hat es jetzt schon geschafft, sich mit, ich habe zuerst Zungenkuss gelesen, sich mit Zuckerguss vollzuschmieren. Auf der Suche nach dem besten Winkel, drehe ich das Törtchen in meiner Hand hin und her. Kenne ich aber, so, wo weiß ich da jetzt rein? Natsuki bleibt die ganze Zeit über verdächtig ruhig. Hier ist schon cute, guckt sie euch an. Auch wenn sie ab und zu meine Richtung hinüberschielt. Wartet sie etwa darauf, dass ich einen Bissen nehme? Schlussendlich tue ich genau das. Der Zuckerguss ist eine wahre Geschmacksexplosion. Ob sie ihn wohl selber gemacht hat? Die Dating-Sim, auch du würdest lachen, was Gordon und ich schon alles so keck besprochen haben. Das schmeckt echt lecker. Danke, Natsuki. Warum bedankst du dich? Wow. Es oh mein Gott. Es ist nicht so, als ob ich... Literally Zundere. Habe ich das nicht schon einmal irgendwo gehört? Ja. Sie für dich oder sonst irgendjemanden gemacht hätte. Hä? Schade. Sayori hat gesagt. Gut, vielleicht. Aber nicht. Für, du weißt schon, dich, Dummkopf! Backer! In Ordnung, passt schon wieder. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Ich versuche gar nicht erst weiter, Natsuki seltsam logisch verstehen zu wollen und klinke mich aus dem Gespräch aus. Mittlerweile hat auch Yuri den Weg zurückgefunden und trägt dabei ein Teeservice. Vorsichtig gibt sie jedem von uns eine Tasse und stellt danach die Teekanne neben das Blech mit dem Törtchen. Törtchen! Ich habe ein ganzes Teeservice in einem Klassenzimmer. Keine Sorge, wir haben die Erlaubnis der Lehrer. Schließlich hilft eine heiße Tasse Tee doch dabei, ein gutes Buch zu genießen, nicht wahr? Schätze schon. Lass dich davon nicht einschüchtern. Sie will dich einfach nur beeindrucken. Das ist wieder das Schlüsselbein. Die wird da drüben. Das... Peinlich berührt blickt Yuri beschämt zur Seite. Wie sie alle auf dich stehen. Alle. Ich wollte nur
du weißt schon. Ich erinnere mich auch an meine Schulzeit. Klar. Nicht wirklich. Ich glaub dir doch. Naja, Tee trinken und lesen ist für mich nicht gerade eine Freizeitbeschäftigung, aber er schmeckt mir zumindest. Habe ich jemals meinen Namen eingegeben? Ich glaube ja. Ich glaube, du hattest es einmal angespielt. Hattest du nicht gesagt, dass du es angespielt hast? Keine Ahnung, also man muss irgendwo den Namen, glaube ich, angeben. Ja, man muss ihn angeben einmal. I am confused. Also ich habe meinen Namen damals auch anders angegeben als mein Tee-Tier-Tier. Dann bin ich ja erleichtert. Oder war Chris das der Standardname? Ich... Da bin ich aber erleichtert. Oh, Entschuldigung. Juri, was ist mit deiner Stimme passiert? Voller Erleichterung hält sich ihre Miene wieder auf. Monika hebt interessiert eine Augenbraue und richtet ihre Aufmerksamkeit mit einem Lächeln wieder auf mich. Aber sag mal, wie kommt's denn, dass du dich auf einmal für unseren Literaturclub interessierst? Grills. Genau vor dieser Frage hatte ich Angst. Irgendwas sagt mir, dass ich Monika nicht auf die Nase binden sollte, dass ich quasi einfach nur von Sayuri hergeschleift wurde. Nun ja, ich bin eigentlich nur von Sayuri hergeschleift worden. Ja. Ich bin noch keinem Club beigetreten und Sayuri scheint es dir recht gut zu gefallen, von daher... Nur keine Sorge, das muss dir nicht peinlich sein oder so. Wir werden schon dafür sorgen, dass du dich hier wie zu Hause fühlst, okay? Als Präsidentin dieses Clubs ist es schließlich meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich jedes meiner Clubmitglieder hier wohlfühlt und eine Menge Spaß hat. Was macht man im Literaturclub eigentlich? Lesen? Lesen. Wow. Spaß haben. Wow. Tee trinken. Monika, ich bin überrascht. Wie kommt es, dass du deinen eigenen Club gegründet hast? Du könntest auch genauso gut ein Vorstandsmitglied von einem der größeren Clubs sein. Warst du letztes Jahr nicht einer der Leiter des Debattierclubs, ey? Was alles gibt, ne? Ja. Weißt du, das ist so eine Sache. Um ehrlich zu sein, wurde mir das ganze Drama und allgemein das ganze Drumherum bei den großen Clubs einfach zu viel. I like boob. Books. Genau. Videospiel. Gefühlt ging es irgendwann nur noch darum, sich Gedanken über das Budget, das öffentliche Auftreten, den Ruf oder irgendwelche Events zu machen. Und anstatt sich andauernd über diesen Kram zu streiten, mache ich jetzt lieber etwas, an dem ich auch ein persönliches Interesse habe. Den einzigen Club, den wir auf unserer Schule hatten, war die Theater-AG. Also wir hatten WP-Unterricht damals, das war das Wahlpflichtfach. Ich hatte keine Clubs? Clubs. Oder AGs oder wie auch immer? Ja, das war halt, also ich war halt im Band Fach quasi. Ich war in der Umwelt-AG. Oh mein Gott, wobei ich war in der Zirkus-AG, sowas hatten wir sogar. Ja, wir hatten eine Zirkus-AG. Das war aber super albern. Geil. Und wenn andere dadurch ihre eigene Passion für Literatur entdecken können, freut mich das natürlich noch umso mehr. Wo sind die Clowns? Wo sind die Clowns? Wo sind die Nachbarn? Monika ist wirklich eine tolle Anführerin. Dann ist sie quasi Erika. Oh boy. Ja, top. Da überrascht es mich, dass der Club nicht mehr Mitglieder hat. Es muss schwierig sein, einen neuen Club zu gründen. Da hast du nicht ganz unrecht. Es gibt nicht viele Leute, die ein Interesse daran haben, etwas komplett Neues aus dem Boden zu stampfen. Ich muss gerade mitwippen, es tut mir leid. Ja. Gerade wenn es um etwas geht, was sich auf den ersten Blick nicht wirklich spannend anhört, wie eben Literatur. Es ist echt keine leichte Aufgabe, andere davon zu überzeugen, dass es sich tatsächlich lohnt oder... Warum lachst du? Oder dass es tatsächlich auch eine Menge Spaß machen kann. Jemand anderer fragt, wer das neben mir ist. Ikre schreibt einfach doch... schreibt hier den Befehl... Falco. Das neben Sue ist Falco. Was? Beides wohlgemerkt. Wow. Aber gerade deswegen sind solche Events wie das Kulturfest unserer Schule umso wichtiger. Trotz allem bin ich aber guter Dinge, dass wir bis zu unserem Abschluss noch eine ganze Menge aus diesem Club machen können. Das seht ihr doch auch so, nicht wahr? Bitte? Auf jeden Fall! Psst, Stecker. Verstört niedlich, ja? Natsuki, ja! Wir werden unser Bestes geben. Das weißt du doch! Man sieht sogar alle. Ja. Das ist das Menü. Voller Intu. Das Menü, Alter. Jawohl, ey. Please select the snack.
Vorspeise. Oh Gott! Zwischengang. Hauptgang. Oh. Nachspeise. Okay, wer macht mir jetzt den Idee-Edit davon? Screenshotten und die Köpfe ändern? Es passt. Fanarts. Voller Enthusiasmus verkündet die Adria, ja, die passt überhaupt nicht zu Karen. Aber ja. Die anderen passen auch nicht so 100%, aber vom Aussehen halt niemals. Zen, 14 Jahre treu und Raffnix, 41 Jahre treu. Vielen Dank.